Hallöchen Leute, hier ist euer Sachs. Wir spielen weiter mit Borderlands 2 und das war's. Wir mussten diesmal die Ing erreichen, die Todesbriefkasten. Okay. Ah, ja, okay. Machen wir das. Ich glaube, diese Mission wird sehr lang. Ah, nach oben. Nur. Na komm. Ah, voll. Anhören? Hallo? Ja. Ich bin zu dämlich oder was? Muss ich mich ducken oder was? Ja, man muss sich mit ducken, toll. Die Sephirs haben irgendwo hier in der Gegend ein geheimes Geld versteckt. Wir wissen aber nicht, wo genau. Ihr Geldbote verlässt ab und zu die Sephird Bar. Pa will, dass du ihm folgst und dann das Versteck ausraubst. Aber halte Abstand zu ihm. Okay. Ich hasse diesen Laden. Oh, haben wir was gefunden? Schön nicht. So, gibt's was zu. Ah, Leben? Nee, das will ich nicht. Safe! Geld, okay, ist gut. Das ist Ihr Geldbote. Folge ihm zum Geldversteck, aber komm ihm nicht so nahe. Zurück, fast hätte er dich bemerkt. Die verdammten Hodanks versuchen schon seit Jahren uns zu töten. Sie behaupten zwar, dass dieses Kute, der Lacke umgelegt hat, nicht mehr zu ihnen gehört. Aber wir kennen die Wahrheit, nicht wahr, innere Stimme? Okay. Ah, guter Witz, innere Stimme. Du findest immer die richtige... Nur noch ein paar Jahre lang Botengänge zu diesem Geldversteck und Papa muss mich einfach lieben. Ich bin ein viel besseres Olas Lucky. Ich bin wacker, ich bin gesprächiger und ich liege nicht in einem feuchten Grab. Einer meiner größten Vorzüge. Völlig richtig, innere Stimme. Ich bin fast beim Geldversteck. Kann es kaum erwarten, reinzugehen, ohne überfallen zu werden. So habe ich es am liebsten. Nicht verfolgt und nicht überfallen zu werden. Ist da jemand? Wohl nicht. Okay. Baby, da ist die Kohle. Mach den Geldboten alle und reiß sie dir unter den Nagel. Geldbote, genau, mach ich gleich. Ja, nur. Wo ist der? Da ist der. Nein, nein! Und dort, yay! Aber dieses Sniper gibt mir auf Biss schon. Papa sagt, dass du mit dem Schlüssel des Geldboten jetzt alle Geldkisten öffnen kannst. LOL, Geld! Wie viel? Also 14 muss ich aufmachen, okay. Ja, komm, schneller. Das muss flott gehen. Genau, das haben wir. Und wo ist die nächste? Ah, da sind die. Komm, weiter. Noch drei irgendwo sind. Ah ja, da ist einer. Ah, da ist noch einer. Noch einer wird uns fehlen. Ne, zwei. So ein Kack. Hä, wo sind noch zwei? Äh,
da ist leuchtet noch mal auf grün. Hier leuchtet auf grün. Also das ist Mummy, aber trotzdem habe ich genommen, das ist gut. Alter. Da ist. Nein, nee. Kommt bei mir. Das ist noch nicht hier. Müssen wir verarschen? Nein. Ah, hier ist noch. Noch einer. Lol, der oben ist. Hab ich alle. Yay! Jetzt können wir weitergehen. Du hast dir das Geld versteckt der Sephords vorgenommen, was? Toll, sie werden sich bestimmt eine fiese Rache für die Hodams ausdenken. Übrigens, danke für deine Hilfe. Meine Mama hat immer gesagt, ich würde eine Clanfehde zwischen diesen Trotteln nicht überleben. Ich wollte ihr schon immer das Gegenteil beweisen. So, also haben wir schon einen genommen, ist gut. Gehen weiter. Okay. Ich habe gedacht, das war ein schwieriger Kampf, aber das war nicht so schwer. Und ich bin so stark. Eigentlich der Geldbeutel sollte stark sein. So stark war er auch nicht. So, jetzt haben wir das, was ich voll. Tja, genau. Also, das haben wir schon erledigt. Dann fahren wir zu Sanctuary gleich. Wir werden die alle Missionen abgeben. Und hoffe ich, bekomme ich noch Level Up. Durst. Okay, machen wir da. Das erstmal. Ah, muss ich dahin lutschen. Ah, toll. So, jetzt. So, ich bin wieder da. Ich habe noch einen Auftrag für dich, Freund. Triff meinen Mann draußen in the Dust. Er hat die Einzelheiten. Okay. Also, ich glaube, wir müssen hier diese Familie ein bisschen wegräumen. Entschuldigung. Oh, what? Hä? Was ist das? Ah, wahrscheinlich haben wir eine Türsche überfallen und das ganze Zeit Blut war. Blau Blut, lol. Wir können Gas geben, das ist ja. Sonnenuntergang. Ich will ihr zu Hause am mitternächtlichen Himmel brennen sehen. Los, geh! Tipp bei Nacht ein.
Okay. Nur, Frage ist, wann wird die Nacht? Ich weiß ein bisschen nachgewirkt. Ja. Scheiß drauf. Öffne die Benzintanks und schieß mit einer Feuerwaffe drauf. Das erscheint vielleicht brutal, aber die Hodangs haben angefangen. Warte, ich will alle aufmachen, bevor es losgeht, weil werde geschmissen wie Sau. Noch eine fällt mir noch, dann passt schon. So. Jetzt habe ich alle. Ja, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Gute Arbeit, Kammerjäger. Zurück zu Stich. Aber sofort hatte ich die Idioten also abfackeln lassen, was? Oh, Genois. Komm, Berg. Der Donates. Haltet euch von unserer Karawane fern. Wir transportieren eine wertvolle Fracht für Papa Hodank und ich lasse mich nicht nochmal ausrauben. Okay, er lasse sich nicht nochmal ausrauben. Mal sehen. Wo bist du? Wo ist der? Ja, da ist es schon sicher. Ja, mir schon so. Habe ich schon. Und? Komm, komm, komm. Okay, das war's. Ziemlich schnell. Mein Auto ist langsam am Arsch. Nein, regeneriert sich. Das ist gut. Hallo. Vor ein paar Jahren hat ein Ex-Hodank meinen Sohn Lucky getötet. Wir halten bald unsere jährliche Trauerfeier für ihn ab. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dabei wärst. Okay, nehmen wir die. Okay.
Okay. Gehen wir auf die Trauer erstmal. Hä? Warte, warte mal. Schon irgendwas nicht, oder? Also ja, diese schon gehen wir dorthin. Okay. Gehen wir zu Sanctuary schnell. Einzig, ne? Wo ist... Ah, da ist... Ah, scheiße. Ich bin so ein blöd. So, und jetzt Sanctuary. Nein. Sanctuary, wo bin ich denn? Sanctuary. Ah, da ist. Wunderbar. Da wollte ich genau. Oh, da haben wir jetzt die Mission zu abgeben. So. Ich vermute, du hast dir meine Aufzeichnung. Ich habe die umfangreichen Materialien, die ich vor 5 langen Jahren nach Öffnung der Kammer zusammengestellt hatte. Ja. In einem Anflug krankhafter Paranoia habe ich ihren Aufbewahrungsort nirgendwo notiert. Okay. Finde sie für mich und werde hübsch. Dachtest du etwa, ich sage hübsch? Und sie haben mir die nächste Mission gegeben, meine Fresse. Aber erstmal machen wir die Hauptmission, endlich. Noch was? Nee. Oh! Also, das ist so eine Mission, das muss ich hier Echo finden. Hier liegen irgendwo Echos. Ne, warte. Hier, ja. Da wäre ich nur Kammerjäger. Wenn ich Leute in die Fresse schieße, komme ich höchstens in den Obwohl alle dagegen waren, auch ich. Ich wollte nie hierher. Es hätte mir genügt, meine Tage in einer Nicht-Standardbehausung mit 2 Deckensesseln zu verbringen, die ich bei einer Knochenschlägerei kennengelernt habe. Oh, sie sind hinreißend. Sie sprechen kaum unsere Sprache. Und wenn du nicht weißt, was Deckensessel sind, kann ich dich nur bedauern. Nehmen Sie uns schwer ab! Sniper? Oder diese? Nehme ich dies. Ach mal, habe ich nicht. Vielleicht bekommen wir noch, dann können wir noch Sniper verbessern. Ich sollte über den Skolophant in dem Raum sprechen. Der Grund für meine Versetzung war eine überlange und systematisch unangenehme Folterung durch Jacks Schergen. Wissenschaftlich betrachtet war es vermutlich keine gute Idee, Old Snappy umzubringen. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Krieger. Die klingen nicht mal ähnlich. So. Wir sind langsam fertig. Hier. So richtig. Die Folter. Ich habe mehrfach die Folter. Mein Gott. Gegen Bakterien zu desinfizieren. Stieß aber auf taube Idioten. Oh. Als sie mich wieder und wieder ins Fleisch schnitten. Danke nochmal, Mann. Verdammte Rattenmann. Ich war so knapp davor, mein Rohr bei ihr zu verlegen. Ich glaube, hier ist mir. Ja. Ah, ich bin gut. Das wird schon wieder. Okay. Clock plappert oben
an der Decke. Aber es ist nicht mehr wie früher. Jake hat mir so viel genommen. Jake hat mir in seinem dummen Trachten nach dem Krieger und noch mehr Macht das einzige Glück geraubt, das ich je hatte. Rache ist so sinnlos wie Musik. Aber in diesem Fall werde ich mir erlauben, mich zu rächen und an seinem Untergang mitzuwirken. Merk dir meine Worte, Jack. Du wirst sterben. So, jetzt. Oh, ja, das war, die Mission war überschwer. Leck mir am Arsch. Meine Fresse. Ah, die Protokolle meiner Folter. Ich mache mir eine Tasse heißen Kakao und höre sie mir nochmal an. Okay. Ja. Und jetzt, was haben wir jetzt vor? Jetzt haben wir erledigt, aber Problem ist, haben wir keine neue App bekommen. Das ist scheiße. So, jetzt gehen wir weiter. Mal sehen, wohin wir gehen jetzt. Okay. Wieso hier? Ah, okay. Wir müssen in so einen Ort fahren, wo wir noch nie waren. Diese? Nee, da lang. Ah, okay, jetzt weiß ich wo. Okay, tschüssi. Ich laufe weiter. So, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.